Willkommen zu einem neuen Projekt Kirby 64 Crystal Shards. Endlich ist es soweit. Ich habe mich schon so lange gefreut, anspielen zu können. Und jetzt ist es soweit. Und ich würde sagen, wir machen mal ein neues Spiel. Delete. Yes. So, ja, was ist passiert? Habt ihr gerade im Intro gesehen? Ich glaube, das war Trommel oder so, ist von einer merkwürdigen Macht angegriffen worden, die den Kristall haben wollen. Und die Königin hat den Kristall oder so auf einen anderen Stern in Sicherheit gebracht. Alter Moment, verstehe, das war gar nicht das Traumland, das war ihr Heimatplanet und dieser Sternsplitter von gerade war ein Stück vom großen Sternsplitter, also vom großen Kristall und den müssen wir scheinbar wieder zusammenfügen. Ja, was ist hier neu? Wir können Kirby's Power jetzt neuerdings kombinieren. Und zwar geht das folgendermaßen. Nehmen wir die zum Beispiel, wenn ich jetzt den aufnehme und seine Power aufsteuere, auf den, gibt es eine Kombi-Power. Und zwar so. Kleiner Moment, das Sound ist gerade ein bisschen laut. Okay, jetzt ist es doch gleich schon viel, viel besser. Gut, continue. Auf geht's. Ein Riesen-Powerschwert. Bam! So, dieses Kirby ist wieder ein Blind-Projekt. Und es ist, glaube ich, das erste Kirby, das in 3D erschien. Und ich finde, das haben die recht gut gemacht, finde ich. Und der Soundtrack wieder. Oh, es ist einfach nur ein Genuss. Gut, war das ein Zwischenboss? Der war ja einfach gewesen. Ah, dieser schöne Soundtrack. Ja, unsere Aufgabe ist es scheinbar, die Kristallsplitter zu sammeln. Damit der ganze Kristall wieder eins wird. Wie kann ich fliegen? Kann ich jetzt gar nicht fliegen? Oder wie? Ah, okay, verstehe. Ja. So fliege ich also. Und die Firepower. Ja, an der Kirby-Steuerung hat sich nicht viel geändert. Außer, dass man jetzt die Attacken kombinieren kann. Ein Sternsplitter. Sternsplitter, ich meine natürlich ein Kristallsplitter. Ja, wie ihr seht, der Feind ist auch an den Splittern interessiert. Und das lassen wir natürlich nicht durchgehen. Oh, was macht er?
Nein! Oh, der hat uns seinen Freund verwandelt. Gut, er scheint gerade unseren Freundchen ein komisches Monster verwandelt zu haben. Ist aber noch recht einfach. Einfach bloß drauf. Wie auch sonst. Ihr, dass ihr schon gewöhnt seid. Und bam! Und bam! Und bam! Und besiegt. Und da ist der Splitter. Ja, Leute, ich glaube, das war Welt 1 gewesen. Wenn ich mich nicht täusche. Gut, ja, wir haben Welt 1 geschafft. Was ist das? Ein Picknick? Das ist ja knuffig. Ah, okay. Ich hab's im Prinzip verstanden. Den Sinn des Spiels. Also des Bonusspiels. Und auf zur Welt Nummer 2. Ah, so ein schöner Soundtrack wieder. Was ich noch sagen würde, dies wird voraussichtlich ja... Oh, wahrscheinlich das... eigentlich letzte Kirby-Projekt, aber ich plane eigentlich noch Kirby's Maus-Attacke als DS-Spiel. Aber ich weiß nicht, ob das mit der Aufnahmetechnik mit Camtasia klappen wird. Deswegen steht das noch in den Sternen. Aber offiziell war hier Crystal Shards als letztes Kirby-Projekt geplant. Na, macht euch keine Sorgen, es kommen noch jede Menge andere super Let's Plays. Wie gesagt, der Retro-Smack ist bei mir gut bedient. Und hier muss ich gleich mal sagen, die Bomben, ja, sind schon mal ein bisschen besser geflogen als hier. Aber naja, es ist ganz gut. Ah, ich liebe das Bomben-Power-Up. Ha, Direct Hit. Ich finde auch gerade die Waldmusik hat irgendwas Mystisches und Schönes zugleich auch. Oh, der hat mich... Da hat er mich voll genutzt, ey. Ja, die Spikes mal wieder. Ach, was habe ich sie doch vermisst. Oh, wir haben eine Kombi-Power. Ja, blink, blink. Ich weiß, dass meine Energie ziemlich am Ende ist. Ah, wir müssen nach oben. Wie cool dieser Baum aussieht. Ist das nicht schön, Leute? Es macht gerade einfach nur Spaß, das zu sehen. Crystal Shards schon jetzt ein richtig tolles Spiel. Auch wenn es gerade mal die ersten Level sind. Und guckt euch mal diese schöne N64-Grafik an. Ein Traum. Für ein Kirby-Spiel einfach ein Traum. So, die Sterne mal mit, weil wir wissen noch, dass Sterne ja Leben bringen. Wer meine anderen Kirby-Let's Plays bereits noch verfolgt hat. So, die Sterne da unten waren mir zu gefährlich. Und rein da. So, die weiß ich auch noch, die spucken was runter. Ich glaube, der Apfel, ja, bringt uns Energie. Denn ihr wisst ja, Kirby und das gute Essen war ja bisher schon immer so. Boah, keine Chance. The Bam! Und wir haben schon wieder eine
Kristallsplitter. Yay! Boah, das bist du. Und ich weiß, was du mir damals schon im Kirby Stream Land 3 für Ärger verursacht hast. Aber jetzt bist du ja wieder gut. Und hast ein... Splitter. Pass auf und... Oh nein, sie wird böse. Oh nein, nicht wieder Sachen zeichnen. Und sie macht's tatsächlich. Gut, ich weiß, ich muss wieder alles besiegen, was sie da hervorzaubert. Ist das eine Spinne? Ach so, die Spinnen. Ach, und die Viecher auch wieder. Was ist das? Zensiert. Zensiert. Oh. Dino! Dich kenne ich doch auch noch. Du bist doch dieser knuffige Dino. Und du bist immer noch so schwach wie früher. Vergiss es, Freundchen. Vergiss es einfach nur. Und sie malt schon wieder was. Nein. Das bist du doch. Oh nein, dich kenne ich auch noch aus dem Special Boss von Kirby Stream Land 2. Gut, du bist schwach. Was kommt jetzt? Ach du! Bam! Ja, das war's schon, Leute. Shake hands. Das habt ihr prima gemacht. Auf geht's, Freunde. Ihren Planeten retten. So. Und? Kriegen wir das Leben? Oh, wartet mal kurz, Leute. Ja, Leute, jetzt sind wir da. Und ja, ich sehe gerade, 6 Minuten haben wir noch. Und jetzt sagen wir Mama diese Welt hier. Hi. Hi. Oh, ist das gerade schön. Schöne Akustik. Ist alles noch zur ersten Welt dazu gehört. Und es scheint, glaube ich, als ob fast jede Welt. Ja. So eine Art Boss zu haben scheint. Sehe ich das gerade richtig? Und rein in das hübsche Schloss oder was ist? Was haben wir drinnen? Schöne Inneneinrichtung, muss ich sagen. Alles bunt und fröhlich und der Soundtrack. Wobei, die kommt mir sehr bekannt vor, der Soundtrack. Aus einem Kirby-Teil. Achso, ich muss stehen bleiben, verstehe. Kein Problem. Das ist alles kein Problem für uns. Aber das wird bestimmt noch schwieriger. So wie ich Kirby kenne, wird das noch schwieriger. Nach oben? Gut. Und jetzt sind wir draußen. Ach, die Bumerang-Typen mal wieder. Euch kennen wir ja auch schon. Und ich kann es nicht oft genug sagen, ich liebe einfach Kirbys Power-Ups. Zieht es euch einfach nur rein, Leute. Wie schön das ist. Moment, ist das? Aha, da war versteckt. Oh,
Ah, okay, verstehe. Du gibst uns also Items. Ah, verstehe. Ist das nicht dieser Wunschbrunnen? Das sieht irgendwie so. Das sah irgendwie so aus, ne? Ja, sieht aus wie der Wunschbrunnen. Keine Chance, Freunde. Keine Chance. Und noch ein Leben. Klasse. Besser kann es nicht werden. Voll gebasht. Ich nehme stark an, dass wir nach oben müssen irgendwie. Wow, was war das denn? Okay, da ist Licht. Das ist doch kein DVD. Hat also auch einen Splitter. Nee, 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 kein DVD. Das kannst du hübsch vergessen. Gib den Splitter her. Sieht aus, als ob diese schwarzen Dinger Kirbys Freunde irgendwie böse machen. Wobei King DDD manchmal eigentlich ja eher. Ja. Feind als Freund ist. Wobei es eher gemischt ist. Eigentlich ist er Feind und Freund. Wie wir in Kirby's Adventure bereits schon gesehen haben. Ein muss noch. Oder wie ist es jetzt? Ah, noch eine Runde. Okay. Ach, du bist doch der aus Kirby's Dinge 3. Das ist mir so aus. Haha, und der hat den Splitter. Vielen Dank. Und wir haben einen weiteren Splitter, Leute. Tschüssi, die. Er kann sich darum geht trotzdem mit. Gut, Leben? Nee. Gut, oh, armer Kirby. Ich hab's noch nicht ganz begriffen. Ist das nicht der Boss? Es ist der Boss. Gut, den machen wir noch. Ja. Wie zu erwarten, wer soll's anders sein als der Baum? Es war so klar. Und immer noch wenig drauf. Sag mal, gut, der Baum kann es sein, dass du irgendwie kaum was drauf hast. Nee, du hast wirklich kaum was drauf, du komischer Baum. Du hast keine Chance. Ja, du kannst mit Äpfeln und so schmeißen, wie du willst. Und mit Wurzeln mit ballern nur. Es wird dir trotzdem nichts nützen. Komm, mach deine Wurzel. Das war's schon. Und damit geht's auf zu Level 2 Rockstar. Und ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part von Kirby and the Crystal Shards. Bis zum nächsten Mal. Danke, Leute. Euer Wacky Line. Tschüss.